Hanna Neunteufel, das Gastrosterben, das geht leider weiter. Auch ein sehr beliebtes Lokal von Ihnen hat jetzt die Pforten für immer geschlossen seit Montag. Noch dazu im Ministerium, wo auch zwei Minister sehr oft gespeist haben, Werner Kogler und Leonore Gewessler. Wie kam es denn dazu, dass dieses sehr beliebte Lokal hier zumachen musste? Ich musste nicht zumachen. Ich habe mich entschlossen, es zu schließen. Ich habe ja verschiedene Unternehmungen und schaue mir die immer sehr genau an. Wir haben eine digitale Buchhaltung, das heißt, ich habe alle Zahlen im Jetzt und hier tagesaktuell und habe einfach gesehen, dass die Entwicklung der letzten 2-3 Monate dieses Projekt in der Zwischenzeit mich als Luxus einstufen lässt und den Luxus will ich mir momentan nicht leisten und kann ich mir nicht leisten. Also die als Economy-Schiene geplante und umgesetzte Gastronomie dort ist als solche einfach nicht mehr sinnvoll für mich als Unternehmerin. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, wir machen zu. Ein Ende mit Schrecken, besser als ein Schrecken ohne Ende, das möchte ich nicht. Worauf führen Sie denn das zurück, dass es in den letzten 2-3 Monaten, was die Zahlen betrifft, hier doch ein Minus gegeben hat? Naja, wir kämpfen auf der einen Seite mit unfasslichen Steigerungen beim Einkauf. Also unser Einkauf hat sich verdoppelt. Kann man wirklich so sagen, wenn sich das überhaupt in der Zwischenzeit ausgeht. Und hier ist eigentlich auch noch kein Plafond in Sicht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz, ganz große Personalthemen. Es ist ein sehr personalintensiver Zweig, den ich da habe. Insofern, weil wir zu sehr günstigen Preisen sehr gute Qualität in sehr komprimierter Zeit rausschicken. Hier ist prinzipiell mit sehr geringen Margen kalkuliert. Was nichts macht, was man sich leisten kann und auch möchte, weil es ist ein Herzensprojekt gewesen von mir. Das geht sich aber jetzt nicht mehr aus. Das geht sich einfach nicht mehr aus, es rechnet sich nicht mehr. Und ich habe auch weder die Möglichkeit noch das Interesse von meinen anderen Unternehmungen, die gut dastehen, dort hineinzuzahlen. Das geht sich in Zeiten wie diesen nicht aus. Noch dazu, wo wir ja sowieso auch noch immense Verluste der letzten 2 Jahre kompensieren müssen. Und insofern habe ich mir entschlossen, dass wir einfach ein rasches Ende machen. Auch wenn 5 Jahre Aufbauarbeit, hat ja auch viel Geld gekostet und viel Energie, macht nichts. Manchmal muss man halt einfach Schnitte machen und diesen Schnitt habe ich jetzt einfach gesetzt. Es war keine gewöhnliche Kantine, Falstaff hat geschrieben, es ist ein richtiger Gourmet, eine Gourmet-Kantine auch gewesen. Ich glaube, um die 500 Speisen, 500 Menüs hat es da tagtäglich gegeben. Wie war denn das auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dieses doch sehr schnelle Ende? Naja, schauen Sie, die letzten 2-3 Monate waren wirklich sehr, sehr anstrengend für uns, weil wir wirklich auch sehr wahnsinnig viel gearbeitet haben. Und dadurch, dass ja auch ein großes Personalthema ist, dass prinzipiell das Personal relativ wenig ist, sind natürlich alle, die in der Geschäftsführungsbereich sind, auch sehr oft eingesprungen und haben noch viel mehr gearbeitet. Ich bin aus Ips in der Früh reingefahren, weil zu wenig Leute da waren, weil sie im Krankenstand waren oder weil es sonst irgendwas war. Und haben um 5 in der Früh Brötchen geschmiert. Das kann man schon eine Zeit lang machen. Aber irgendwann geht es wirklich an die Substanz. Und prinzipiell ist es so, dass wir in unserem Catering- und Eventsegment 80% der Anfragen sowieso ablehnen. Das muss man sich vorstellen, 80%, weil wir es gar nicht schaffen würden. Wir machen nur einen Bruchteil von dem, was an uns herankommt. Woran, glauben Sie, liegt es, dass man in der Gastronomie, bei Ihnen aber auch ganz allgemein, wenig Mitarbeiter nur findet? Man hat jetzt die aktuellen Arbeitslosenzahlen und gerade in der Gastro gäbe es ja an und für sich genug Stellen. Ich glaube, dass es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es ist immer ein Puzzle, wie bei vielen solchen, bei den großen Themen, das besteht immer aus einem Puzzle. Ein ganz großer Puzzlestein dabei, denke ich, waren natürlich die 2 Jahre Pandemie, wo sehr viele Mitarbeiter woanders hingegangen sind. Klarerweise, die wollten einfach überleben. Wir haben schon natürlich unsere Mitarbeiter auch mit freiwilliger Aufzahlung halten können. Dadurch stehen wir auch noch so da, wie wir da stehen. Aber
insgesamt ist halt das Problem das, dass diese letzten 2 Jahre, und die Entwicklung geht weiter in die Richtung, auch jetzt mit der neuen Regelung Mangelberufe, in die ja die Gastro auch jetzt hinein optiert wurde oder hineingewählt oder reingekommen ist, dass die Unternehmen, die so groß sind, also ich sage einmal Konzerne, die den Atem haben, ihre Mitarbeiter über die schwierigen Zeiten komplett drüber zu tragen oder sich es auch leisten können, Mitarbeiter aufzunehmen, während sie andere nicht zahlen können, dass das natürlich insgesamt sich bei den KMUs entsetzlich auswirkt, weil die können sich das nicht leisten. Die Gastro verdient ja schon lange nicht mehr das, was sie in den 90er Jahren verdient hat, was auch nichts macht. Ui. Was auch nichts macht, da war natürlich auch Raubbau, da musste natürlich ein Regulativ her, aber es wurden die Margen immer, immer geringer. Und mit diesen geringen Margen bei den KMUs ist es einfach schwierig. Da muss man schon sehr genau schauen, in welchen Segmenten man sich weiter ausbaut und weiter bewegt. Sie haben das Glück, Sie sind Unternehmerin, Sie haben natürlich viele Möglichkeiten. Was glauben Sie, wird denn das für den kleinen Wirten bedeuten, der jetzt möglicherweise nichts anderes hat? Werden da, glauben Sie, in Zukunft viele zusperren? Sie sind ja wahrscheinlich auch mit anderen aus der Gastro im Austausch. Ja, ich glaube, also ehrlicherweise glaube ich ja. Ich glaube schon, also ich bin relativ überzeugt davon. Die Lohnnebenkosten sind kaum zu stemmen im Schnitt. Jetzt mit den ganzen Einkaufspreisen, wir wissen noch nicht, was die Energiekrise bringt. Das wird noch eine ganz große Überraschung. Wir haben ja sehr hohe Energiebedarf in der Gastronomie. Und dieser Energiebedarf ist ja großteils auch da, wenn wir nicht 7 Tage offen haben, wenn wir nur 4 Tage offen haben. Die Kühlungen laufen weiter. Es läuft ja alles weiter. Die Mieten bleiben gleich. Das ist alles sehr prekär, denke ich. Und ich bin auch sicher, dass viele gar nicht hinschauen wollen und einfach von Tag zu Tag arbeiten, was ich auch verstehen kann, von Tag zu Tag arbeiten und schauen, das geht schon noch, das geht schon noch, das geht schon noch, und haben aber natürlich die Zahlen nicht im Blick. Also diese Kontrolle, das Controlling, das ist schon sehr wichtig. Und das machen einfach wenige, weil gar nicht die Kapazitäten da sind. Und ich glaube, da wird es ganz schön viel Schnapper machen, ja.